So, bin hier mal an der Nordküste am Wandern. Eine Küstenwanderung gibt es auf Gran Canaria nicht allzu viele Möglichkeiten. Wir haben zwar jede Menge Küste rundum, aber es gibt recht wenige Wanderungen, die man direkt an der Küste machen kann. Und das ist jetzt hier bei San Felipe, nennt sich das. Da ist nochmal ein sehr schöner, so ein paar sehr schöne kleine Häuser direkt am Meer gebaut. Mit guter Aussicht Richtung Westen, hier hinten Richtung Galda. Auch ganz gute Wellen immer gehen hier, also gut für die Wellenreiter. Und hier vorne ist auch nochmal ein sehr interessantes Lokal. Ja, recht wilde Gassen. So, bin hier ziemlich früh dran, so kurz nach 8. Aber es ist ja immer noch ein bisschen warm. Wobei, heute geht es wieder. Hatten ja die letzten Tage ziemlich Hitzewelle im Süden, über 40 Grad. Also nicht direkt an der Küste, aber so ein bisschen weiter oben dann. Also wenig schlecht zum Aushalten. Hier im Norden geht es etwas besser. Jetzt haben wir eigentlich gemütliche 20 Grad hier in der Früh. Geht eigentlich ganz gut. So, hier noch ein paar skurrile alte Hütten, wo wahrscheinlich so höchstens einer im Sommer so ein bisschen wohnt, um den Strand zu genießen. Ja, ansonsten gibt es ja schon ganz schöne Häuschen hier direkt am Meer. Natürlich alles ein bisschen immer ein Erosionsproblem auch. Richtig vorwärts kommen tut man hier erstmal nicht. Wir haben Strand entlang. Ja, sind natürlich viele der Häuser schon ein bisschen mitgenommen, was Farbe und Putz betrifft. Auch eben alles, was nicht bester Edelstahl ist, rostet hier extrem schnell. Schönes rotes Haus haben sie hier schön angemalt. Ja, und noch so ein bisschen richtige Naturschwimmbecken, die eben da durch die Felsen ein bisschen geschützt sind. Kommen dann auch später noch welche vorbei. Die haben sie direkt angelegt, aber das ist noch total Natur. Da kann man auch so bei ein bisschen höheren Wellen, also bei Vollflut wird es wahrscheinlich auch schwierig, aber kann man dann immer noch baden. Ja, hier ist noch so ein richtiges Naturschwimmbecken. Also das haben sie eben künstlich angelegt, damit man hier auch bei den hohen Wellen baden kann. Und diese Häuser stehen ja hier schon ja direkt am Meer. Also jetzt ist ja Ebbe, aber wenn Flut ist, kommt es ja bis hier oben hin. So, wenn da mal wirklich höhere Wellen gehen, schwappt es denen schon bald ins Haus rein. So, hier gibt es auch nochmal einen Sandstrand, gibt es ja hier im Norden fast keine. Beziehungsweise gibt es den auch nur, wenn Ebbe ist. Was jetzt gerade ist, denn bei Flut kommt das Wasser hier bis zur Mauer dann hier rechts. So, hier könnte man nur auf den Steinen gehen, das ist aber relativ schlecht. Wäre ich doch oben ein paar Meter wieder an der Straße gehen müssen. Hier haben wir nochmal einen Sandstrand. Das sind aber nur ganz kleine Sandstrände. Ja, hier sieht man den nochmal. Schöner Sandstrand eigentlich, wie gesagt, wenn Ebbe ist, ist das wirklich ganz nett, die Angelegenheit. So, jetzt sind wir hier gleich Bañaderos. Mit Strand ist ja nicht so viel, ist alles Stein, Felsen, Küste. Gut für die Fischer, aber zum Baden nicht wirklich geeignet. So, das ist nochmal hier der Strand von Bañaderos. Da gibt es auch ein bisschen Sandstrand. Der hat sogar auch, oder wie sagen Sie, auch bei Flut ist da noch Sand da. So, hier gibt es auch ganz interessante so Felsbuchten-Einschnitte, wo dann natürlich auch bei höheren Wellen das Wasser ordentlich schwappt. Hier nochmal eine sehr interessante Bucht hier unter mir. Geht es aber auch steil bergab. Aufpassen. Ja, es ist hier mal ganz was anderes wie im Inselinneren natürlich. Hier gehen so Lavazungen ins Meer rein, hier unter uns. Das waren wahrscheinlich mal, so wie das von Weitem aussieht, die Überreste einer Saline. Hat man hier sehr viele gehabt auf Gran Canaria, also zum Salz gewinnen. Kommen wir weiter vorne auch noch an einer vorbei, die sie wieder hergerichtet haben. Funktionieren tun nicht mehr allzu viele hier auf der Insel. So, hier haben wir praktisch eine natürliche Saline. Hier auf den Felsen haben sich dann Pützen gebildet. Relativ weit oben, wäre so weit weg vom Meer. Die trocknen dann schon langsam aus. Dann natürlich mehr Salz. Immer hier in verschiedensten Stadien. Hier schwappt es ordentlich. Aber das ist relativ normal. Hier sieht man nochmal diese verschiedenen Lavatypen, die wir hier haben. Hier, das ist wohl eher was sehr Gashaltiges gewesen mit Luftblasen und so weiter. Und diese eher etwas hellere, grauere Schicht. Diese graue Lava, die eher kompakt ist, ohne wenig Gase, so wie das aussieht. Und die dann hier wirklich ganz schöne Felsen bildet. Man kann das fast sehen, wie das so ein bisschen darunter gelaufen ist dann. Also da ist schon langsam eine Schicht über die andere gelaufen, so ein bisschen. So, die nächste Bucht. Natürliches Hindernis. Kommen wir erstmal schlecht vorbei. So, wer nicht ganz so gut zu Fuß ist, soll sich weiter oben halten. Da ganz unten kommt man eh nicht durch. Wobei man für die Tour schon so ein bisschen insgesamt ein wenig Trittfestigkeit haben muss, weil sonst genießt man das nicht. Da vorne auch einige Fischer.
Also die hat man hier an der Nordküste auch sehr viel, die dann an der Steilküste hier angeln. Oh, hier vorne schwappt es ordentlich, obwohl wie gesagt die Wellen nicht so extrem hoch sind. Oh, richtige Tische haben sich hier gebildet. Wirklich sehr interessant. Ja, da sollte man lieber nicht ins Wasser fallen. Also was dann noch schlechter ist, versuchen wieder an Land zu kommen, sondern man muss mal schauen, dass die Rettung einen aus dem Wasser holt, weil hier an Land zu kommen ist eher schwierig. So, oh, das ist eine Saline da unten von früher. Die hat man wieder hergerichtet, also richtig arbeiten tun die da nicht mehr. Sondern das hat man dann noch wieder hergerichtet, damit man das so ein bisschen sieht, wie das funktioniert hat. Also wenn halt das Wasser dann bis ganz oben raufgekommen ist, beziehungsweise hat man das teilweise auch dann mit Eimern hier oben raufgebracht. Und dann kam das in den Becken schon langsam, als das verdunstet. Und dann hat sich eben das Salz gebildet, natürlich. So, da geht der Weg so ein bisschen am Abhang dahin. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, geht schon, wenn man ein bisschen weiß, was man tut. So, hier an der Nordküste gibt es auch einige Bananen. Nicht nur einige, sondern sehr viele Bananen. Einiges an Bananenplantagen. Ja. So, die Wege werden jetzt interessanter. Also sehr schmale Pfade, wo man eben auch ein bisschen trittfest und schwindelfrei sein muss. Sonst muss man hier weiter rechts rauf zur Straße. Da wird es ein bisschen anspruchsvoller hier, da geht es wieder etwas steiler bergauf, ein bisschen gröllig, aber dafür sehr interessant insgesamt. So, sehr interessant geht es weiter hier unter den Felsen da durch. Links geht es steil bergauf, rechts geht es senkrecht runter, da muss man nicht aufpassen, dass man nicht runterfällt. Nicht uninteressant angelegt. Ganz interessante Schichten hier da auch. Muss überall irgendwo Wasser runterkommen. Relativ grün die ganze Angelegenheit. Hier geht es weiter recht interessant, aber wie gesagt, Schwindelfreiheit ist nötig, weil es hier links ziemlich runter geht. Man landet zwar dann im Meer, aber vielleicht auch nicht so optimal. Hier auch nochmal ganz interessant, diese rote Schicht, die wir da haben. Almagre nennt man das. Das entsteht normalerweise dann, wenn hier so ein Lavafluss hier oben drüber, der dunkle, hier über einen organischen Boden drüber fließt und den dann verbrennt, oxidiert. Dann gibt es so eine rote, verbrannte Erde. Hat man früher auch zum Färben benutzt. Hier zum Beispiel Töpfereigeschichten und so weiter, die wurden dann rot oder rötlich-braun. Von da drüben bin ich ja hergekommen, an den weißen Felsen da vorbei. Oberhalb kann auch unterhalb gehen. Und dann geht es jetzt hier weiter nach vorne. Hier ist ein Schilfdschungel, wo ich da jetzt mal durch muss. Auf allen Vieren durch, oder wie tiefster Gangart. Aber gut, geht so einigermaßen. Ah, da drüben, oberhalb der Felswand, auf dem weißen Posten war ich ja vorher gestanden, habe da fotografiert. Sieht man gar nicht, dass das ja überhängend darunter geht. Ah, hier muss man immer wieder aufpassen. Jetzt teilweise am Weg ganz schön bergab. Also an manchen Stellen darf man da nicht ausrutschen. Kriegt man da unten. Ah ja, unten ein ziemlich großes Loch. Das sieht man jetzt hier mit dem Weitwinkel nicht so gut, aber es ist schon relativ groß. So, hier recht interessant, hier zweigeteilter Stein. Und jetzt wirklich hier sehr viele interessante Felsen hier an der Nordküste. So, kommt die nächste kleine Bucht, wo man wieder außen rum muss. Da sind hinten auch noch ein paar Höhlen drin. Ja, hier im Norden gibt es auch noch Landwirtschaft, wie wir vorher schon gesehen haben, hauptsächlich eigentlich Bananen. Aber hier bauen sie sogar ein bisschen Mais noch an und andere Sachen, aber nur in sehr kleinem Stil. Früher waren das alles mal hier Bananenplantagen. Da hat er teilweise noch große Steinterrassen gebaut. Oh, da unten hat sich sogar jemand eingerichtet hier. Eine kleine Höhlenwohnung mitten am Meer. So, hier haben wir auch eine sehr interessante Geschichte, was man so an der Nordküste ganz gut verfolgen kann. Sehr hell, Sand, sogenannter Paläostrand. Das heißt, früher war der Meeresspiegel mal deutlich höher wie jetzt. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt mindestens 20, 30 Meter über dem Meeresspiegel. Und dann war der Strand hier oben. Jede Menge Muscheln sieht man hier. Das zieht sich so als helles Band so durch die Nordküste dann so durch.
Ja, hier sieht man das noch extremer, wirklich ganz viele Muschelschalen da noch drin. Und anderes Meeresgetier. So, hier geht es weiter dann an der Küste entlang, oberhalb der Felsklippen. Jetzt nochmal ordentlich bergab. Oh, hier geht es wieder ordentlich bergab. Dann aufpassen. Nicht ausrutschen hier. Geht zwar nicht senkrecht, aber trotzdem. Da hat sich auch noch eine kleine Hütte eingerichtet, mitten in den Felsabsturz hier in das Cliff rein, die Klippe. So, hier hat sich schon eine Spalte gebildet. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal runterkrachen in nicht allzu langer Zeit. So, Wanderung hier mehr oder weniger beendet. Bin auf zur Straße. Ja, waren schlussendlich an der Küste entlang so. Machen wir mal schnell die technischen Daten. Ja, waren doch 12 Kilometer, die ich gemacht habe. Höhenmeter nicht allzu viel, knapp 180. Aber es war ja an der Küste auch nicht so zu erwarten. Aber immerhin 12 Kilometer, wie gesagt, Weg war auch teilweise gar nicht so einfach. Kommt auch nicht so mächtig vorwärts. So schnell, 4 Stunden war ich jetzt unterwegs. Deswegen habe ich noch aber nicht mehr viel. Ja, diesmal ganz was anderes wie sonst. Hier mal Küstenwanderung. Sagt man, kann eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, relativ wenig Küstenwanderungen auf Gran Canaria machen. Ja, habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Bis zum Schluss. Gerne wieder, kennt ihr ja schon. Daumen hoch, abonnieren den Kanal, hilft er mir sehr weiter. Oder auch einen Kommentar schreiben, das ist auch immer nicht uninteressant, was die Leute so zu sagen haben. Und dann bis zum nächsten Video.